Hallo. Ich mache gerade einen Saftfasten. Und heute ist Tag 1. Damit fange ich einfach mal an. Ich hatte schon mal versucht, vor 2 Wochen oder 16 Tagen einen Saftfasten zu machen, aber aus einem anderen Aspekt heraus. Und deswegen habe ich ja noch irgendwann wieder feste Nahrung zu mir genommen, Äpfel oder sowas. Ja, jetzt mache ich das auf jeden Fall aus dem Grund, um die Verdauung zu entlasten, weil dann fast gar keine Verdauung stattfindet, um halt so eine Reinigung durchzuführen. Wie lange ich das machen werde, weiß ich nicht. Eigentlich erstmal unbegrenzt, so lange, bis irgendwie die Entgiftung zu schlimm wird und zu krass wird und auch durch mehr Säfte nicht kompensiert werden kann. Dann werde ich es abbrechen, aber 10 Tage wollte ich mindestens machen. Und ja, heute habe ich erstmal bis 17 Uhr wieder nichts gegessen. Ich bin so um kurz vor 10 aufgestanden. Und habe mir dann gerade 2 Säfte gemacht. Beziehungsweise 2 große 0,4 Liter Gläser. Und der erste Saft bestand aus 3 mittleren bis größeren Äpfeln und 2 große Pflaumen. Also die Pflaumen sind ungefähr, haben so, ja, sind ungefähr so. Zwetschgen sind ja eher ein bisschen, ja, gequetscht, logischerweise. Und oh, Pflaumen schmecken richtig gut. Ich werde den nächsten reinen Pflaumensaft machen. Und aus diesen 3 Äpfeln und 2 Pflaumen habe ich dann fast einen halben Liter rausgekriegt. Also das Glas war bis oben hin voll. Und dann habe ich mir noch aus 6 rote Beete, die ich geschält habe, klein geschnitten habe, in den Mixer gegeben habe, mit etwas Wasser, etwas mehr Wasser, also nicht, ich kann es nicht genau sagen, viel, vielleicht 200 Milliliter oder 250. Nee, so viel nicht. 150 bis 200 Milliliter. Und genau wie bei den Äpfeln und Pflaumen habe ich dann die gemixte Masse in ein Passiertuch gegeben. Ich habe dafür einfach ein ganz normales Küchentuch genommen und gründlich heiß ausgewaschen. Und werde das danach dann auch immer nur mit heißem Wasser waschen und nicht in der Waschmaschine irgendwelche Chemikalien dran oder so. Und dann habe ich es einfach reingegeben und durchgequetscht. Also ich habe erstmal halt so ein bisschen gedrückt und sowas, damit die ganze Anfangssicherheit rauskommt und irgendwann halt quetschen und dann halt wirklich wringen, damit alles rauskommt. Also ich persönlich schmecke schon ein bisschen das Baumwolltuch raus. Also ich kann da nur einen Nussbeutel empfehlen oder einen Nylon-Wäschesack bei DM für 3 Euro oder so. Aber ich habe jetzt einfach mal dieses Tuch genommen, da kann man sofort starten. Und da habe ich dann nochmal ca. 600 ml rote Beetesaft rausgekriegt, was ich auch ziemlich lecker finde. Ja, jetzt haben wir 18 Uhr. Und ich werde wahrscheinlich, also der erste Saft waren ca. 200 Kalorien. Also ich rechne gar nicht mehr in Kalorien, aber um so einen Vergleich zu haben zu früher. Und der rote Beetesaft hatte vielleicht, es war ja mehr, aber hat halt fast keinen Zucker, sehr wenig Zucker. War vielleicht 100, 150 Kalorien. Und dann werde ich wahrscheinlich heute Abend nach dem Sport nochmal einen Orangensaft pressen, weil ich auch gerade so viel Orangen habe. Und das werden nochmal ca. 300 Kalorien sein, dann wäre ich bei ca. 650, maximal 700 Kalorien. Und ich werde es auch nicht über 1000 Kalorien hinausgehen lassen. Außer, also, dass nichts Festgelegtes oder sowas. Also, bis 1500 hatte ich auch schon mal gemacht. Mehr esse ich momentan sowieso nicht. Und vorzugsweise Säfte. Aber dann werde ich mir halt auch noch grüne Säfte irgendwann machen. Da werde ich genauso vorgehen wie bei der roten Beete, dass ich das klein schneide. Zum Beispiel einen ganzen Kopfsalat oder sowas. Oder in dem Fall dann zerrupfen. Mit etwas Wasser in den Mixer mixen, dann auch wieder durchfringen. Kann man natürlich dann auch kombinierte Säfte machen, auch was mit Sellerie oder so. Und ja, Gemüsesäfte sollen sehr gut sein, weil das die Zellen angeblich erneuert.
Also ich persönlich spüre das auch richtig. Und ja, Fruchtsäfte sind halt auch gut für die Entgiftung, für die Reinigung. Also ich mache das nur, um die Entgiftung zu unterstützen. Einmal, weil es halt das Blut reinigt, die Zellen erneuert und weil der Darm halt entlastet wird und dann dadurch mehr Energie zur Selbstheilung und Entgiftung vorhanden ist. Und Sport macht natürlich sehr viel, hilft auch bei der Entgiftung. Also die sportlichen Leistungen werden eigentlich nur besser, seitdem ich auch weniger esse und komplett roh. Und ja, 10 Tage wollte ich das machen. Ich werde mir wahrscheinlich Äpfel holen, Pflaumen wieder, Orangen auf jeden Fall, Trauben, Melone, also Melone und Trauben kann man auch so entsaften. Eine Melone braucht man einfach nur durch ein gröberes Sieb durchpressen, durchdrücken mit der Hand oder mit irgendeinem Stampfhilfsmittel oder sowas. Und kann man danach auch nochmal in dann ein feineres Sieb, durch ein feineres Sieb geben. Und bei den Trauben, die kann man einfach im Mixer auch wieder mixen, durchmixen gut und dann auch durch ein gröberes Sieb geben und dann nochmal durch ein feineres Sieb. Gemüse bin ich mir noch nicht sicher, was ich mir zusätzlich noch holen werde dafür, aber da kann man, also an Obst, so Gemüse kann man eigentlich ziemlich viel nehmen, an Obst sowieso alles eigentlich. Ja, dann bin ich gespannt, wie das weiter verläuft, auch die Gewichtskurve und so weiter. Also ich hatte halt gesagt, dass ich in den letzten 2 Wochen jetzt insgesamt 7 Kilo abgenommen habe. In den letzten 2 Tagen hat sich gar nichts mehr getan. Aber das ist ja, ja, ist halt nicht alles immer irgendwie steil, bergauf oder bergab oder wie kann ich es am besten verallgemeinern? Stringent, das ist ja nicht immer alles stringent. Bin jetzt bei 82,5 Kilo und vor knapp 2 Wochen war ich noch auf 89 bis 90 Kilo. Aber ich glaube, das meiste war Wassergewicht, was ich von der Kochkost, die ich nicht vertrage, angesammelt hatte. Auf jeden Fall, durch das weniger Gewicht konnte ich dann halt auch auf 10 Kilometer endlich diese 40 Minuten mal laufen. Und ich fühle mich auch gerade richtig entspannt und richtig wohl. Und ich habe auch eigentlich keine Probleme, das durchzuziehen, weil ich halt genau weiß, wie gut es mir dadurch geht und dass dann alles viel schneller insgesamt vorangeht. Und deswegen habe ich auch keine Probleme, irgendwie andere Sachen wegzulassen. Und weil ich mich sowieso mehr so auf geistige Nahrung konzentriere, also Sport ist zum Beispiel für mich geistige Nahrung, halt irgendwelche Tätigkeiten, irgendwas, was man selber macht, was man tut und nicht konsumiert, nicht reintut, sondern raustut. Darauf konzentriere ich mich mehr und das motiviert mich nicht nur, sondern das befriedigt mich. Dann auch oder stimuliert oder wie auch immer, dann brauche ich halt nicht diese äußeren Reize, diese Nahrungsmittel oder Konsumgüter oder irgendwas brauche ich dann weniger, weil ich mich halt bewusst auf das konzentriere, was ich selber machen kann und selber tue und sogar teilweise darauf meditiere. Und ja, deswegen habe ich auch keine oder weniger Probleme jetzt mit 100% Rohkost oder jetzt auch 100% Säfte, weil es sowieso eigentlich eher nur so eine, wenn überhaupt eine kleine Belohnung für etwas ist, aber von diesem Belohnungsdenken will ich eigentlich auch weg. Eigentlich hilft es nur bei der Entgiftung, das ist eigentlich so das Einzige. Aber man muss halt nicht von jetzt auf gleich jetzt 100% irgendwas machen oder ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist schwierig, das ist schwierig zu erklären. Die meisten werden so das schon verstanden haben. Ich wollte das nur von vielen verschiedenen Seiten beleuchten. Und ja, man braucht auf jeden Fall immer weniger Äußeres, wenn man sich auf das Innere und auf sich selbst konzentriert, was man selbst halt kann und
Nahrung ist halt so ein bisschen stimulierend, nicht nur ein bisschen eigentlich, um uns beim Ball zu halten, um uns zu motivieren. Und ich meditiere halt wirklich gerade darauf, dieses Verhalten zu ändern. Nicht komplett abzulegen, zumindest noch nicht, aber zu ändern in eine Richtung, wo ich mich auf mich selber konzentriere und das, was ich tue, anstatt mich selber zu motivieren durch äußere Reize, durch Äußeres. Und es halt nur so als Zusatz zu sehen. Das wollte ich kurz sagen, das ist Tag 1. Und ihr könnt auch gespannt sein, wie das nach 10 Tagen und innerhalb der 10 Tage aussehen wird. Ich weiß nicht, wie oft ich Updates mache, vielleicht sogar täglich, wo ich dann immer sage, oder vielleicht auch filme, was ich halt für Säfte gemacht habe und wie viel und so weiter und was ich an Sport gemacht habe und wie ich mich fühle und so weiter. Mal gucken. Tschüss.